Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's endlich mit deinem Golf weiter. Wir gucken mal, was die letzten Wochen passiert ist. Als allererstes habe ich jetzt mal eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise einen kleinen Versuch. Drückt mal bitte alle genau jetzt auf Gefällt mir. Also nee, Daumen hoch. Gibt kein Gefällt mir. Liken, wie auch immer. Alter, Gefällt mir, das waren Facebook-Zeiten, ne? Ja, ich glaube ja. Sag einfach, macht einfach einen Daumen hoch. Macht einfach einen Daumen hoch und zwar einfach aus dem Grund, wir versuchen so ein bisschen diesen YouTube-Algorithmus zu analysieren und wir sind einfach mal gespannt, ob das Video mehr Leuten vorgeschlagen wird, wenn ihr alle einmal kurz ausrastet und einfach kurz einen Daumen hoch gebt. Vielen Dank dafür. So, jetzt kann es losgehen. Erstmal habe ich einen schönen bunten Pulli an, der zum Glück noch sauber ist. Ja, ich noch nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht in dem Moment, wo wir das Video drehen, ob die Farbe da schon draußen ist. Ihr werdet sehen, vielleicht gibt es sie schon zu kaufen. Wenn noch nicht, dann nicht. Vielleicht bald. War halt grenzwertig, ne? Die Farben sind eigentlich für uns Schrauber. Also ich brauche die nach der Garage eigentlich gar nicht anziehen. Du kommst nur in Schwarz hier, ne? Auf dem Event zur Siegerehrung oder so vielleicht. Overall aus erstmal so ein Pulli an, ich verstehe, okay. Nee, muss man halt wirklich nur so mit Ärmeln muss man halt immer aufpassen. Aber ist gut, ich finde es gut. So, also selbst so beim auf dem Schreibtisch legen ist halt immer... Guck, ja, wir müssen irgendwann nochmal einen Porn drehen, wie du dir die Ärmel beim Schrauben hochziehst. Das ist auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video wert. Okay, heute schrauben wir jetzt zum Glück nicht so viel, sondern eigentlich, wir zeigen euch jetzt mal, was Marius die letzten Wochen gemacht hat, weil einige auch schon wieder nachgefragt haben, wie es mit dem Auto weitergeht. Und dann, Schweißrad da ist. Dann großer Moment, wir wiegen das Fahrzeug. Mhm. So, hol uns erstmal ein bisschen ab, was bisher passiert ist. Also, wir sehen auf jeden Fall, du hast einmal alles durchgeschweißt. Genau. Das ist, ja, wir waren in der Zwischenzeit ja auch schon zweimal live mit dem Auto. Also, alles, was irgendwie mit Achse, Achsaufnahme zu tun hat, habe ich nachgeschweißt. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Ich fand es einfach geil und habe halt gesehen, dass einige Rennwagen, Rallyewagen, wie auch immer, das auch haben. Mhm. Ich denke mal, so ganz sinnlos ist es nicht. Und habe das halt an den Stellen gemacht, wo Kraft irgendwie meiner Meinung nach in die Karosse geht. Mhm. Mhm. Heißt, wir reden über diese ganzen... Genau, überall da, wo irgendwie Stoßdämpfer, eine Achse... Die Nähte, wo wir halt, jetzt kommt wieder ein bisschen Werbung für Schwan, wo, genau, da wo sich das Entlacken am meisten bezahlt macht, weil du halt wirklich einfach drauf losschweißen kannst. Ja, ne? Ja, das ist schon echt geil gewesen. Das ist also ungefähr immer so, wie als wenn du auf eine weiße Wand etwas draufmalen willst, so ungefähr. Ja. Ne? So ist das blanke Bleche halt. Das ist schon cool. Ja, dann habe ich natürlich diverse Roststellen gemacht. Der eine oder andere hat es vielleicht bei Instagram verfolgt. Also es war dann doch letztendlich mehr Rost, als ich gedacht habe. Und dann, ja. Aber für einen Golf 2 immer noch wenig. Ja, weil es mittlerweile würde ich ihm nur noch so eine 3 geben oder eine schlechte 3 vielleicht. Aber es gibt mit Sicherheit auch viel schlechter. Ja, es war schon hier und da. Also ich finde es immer nerviger, wenn schon mal einer dran war. Ich habe lieber ein normales Rostloch, als wenn irgendwer schon mal der Meinung war, wir müssen da ein Blech drüber machen. Aber ja, geben wir ihm eine 3. Aber eine 2 würde ich sagen, war es auch nicht. Doch. Meinst du? Ja, vielleicht eine schlechte 2. Weil, ja, überleg mal einfach nur, ich stehe ja immer so auf Quervergleiche. Kennst du unberührte Golf 2s, also unberührt heißt, die noch nicht restauriert wurden, die du in dieses Bad reinschmeißt und wieder rausholst und besser sind? Vielleicht, wenn der Opa nie im Winter gefahren hat und so, ja. Aber wahrscheinlich nicht, hast du recht. Also weil alles, was ich geschlachtet habe bisher, war schlechter. Weil Golf war ja auch immer ein Winterauto. Ja. Weißt du, Golf war ja nie irgendwie... Klar, es gab mit Sicherheit meine Oma, wie unser Oma Golf, die nie im Winter gefahren ist. Aber 9,9 von 10 Autos sind definitiv ja... Und die letzten 12 Jahre sind im Winter erspart geblieben, wie du auch gesagt hast. Ne? So, und genau. Hier war es rostmäßig, klar, Radläufe hinten. Genau. Immerhin waren sie noch da, da gibt es ja auch ganz andere... Und am Unterboden halt so ein paar Sachen. Ja. Also ich müssten wir jetzt Schwan zu befragen, aber ich sage, da gibt es definitiv Golf 2. Können wir ja mal fragen, wenn wir das nächste Mal da sind. Genau, dann habe ich halt viel zugemacht, also eigentlich erstmal alles zugemacht. Mhm. Das heißt, es kommt jetzt vor KTL auf jeden Fall nochmal der Schritt, wo ich den Motor wieder einbauen werde und wir uns mal über das eine oder andere Gedanken machen müssen. Mhm. Aber ich hatte so viel Halter und Löcher und Batteriehalter noch vorne, obwohl die da nicht mehr hin sollen. So, ich wollte lieber jetzt zu viel zumachen, als mich hinterher über Löcher zu ärgern. Mhm. Das habe ich gemacht und ja, dann haben wir ja bekanntlicherweise das Dach rausgenommen, ein bisschen ein paar Bleche rausgenommen. Können wir ja auch gleich nochmal wiegen oder drauf eingehen. Es war halt mehr Arbeit als geplant. Genau. Weil ich glaube nicht, dass du auch geplant hattest, wirklich jeden Schweißpunkt zu verzinnen, oder? War das überhaupt? Ja, ich habe jetzt vielleicht auch nicht jeden verzinnt, aber... Ich will keinen, der nicht verzinnt das. Ja, verzinnen heißt auch immer nicht, dass ich es hinterher nicht nochmal spachteln muss. Ne? Genau, im Normal. Aber es wird die meisten Stellen, kann man Spritspachtel drüber machen oder Dickschichtfüller,
punktuell und dann braucht man es vielleicht auch nicht mehr Spachtel. Muss ich mir dann angucken mit dem Lackierer, genau. Weil im Normalfall würden die Leute solche Stellen definitiv einfach nur schweißen, glatt schleifen. Ja. Und dann spachteln. Ja. Aber du hast ja selbst so Bereiche, die wirklich scheiße zu schleifen sind. Ja, weißt du, hast du dir auch überall irgendwie Aufsätze für gebastelt, die dann weil, so fingerartig wie du da jetzt genau. rumschleifen. Ja, ja. So, weil wie willst du so alles, was so tief rein ist, Rundung und so, ist halt... Und das war halt auch die Arbeit, die du am meisten magst. Nicht unterhalten, dreckig ohne Ende. Dementsprechend sieht die Garage jetzt auch aus. Dementsprechend sah der Käse auch aus danach, ohne Luftfilter. Ja, aber es ist geschafft, denke ich, zu 98-99%, so würde ich sagen. Wo man das halt krass sieht, die Arbeit, ist halt hier zum Beispiel im Innenraum. Ne? Genau, jetzt bin ich halt schon wieder ein paar Mal durchgelaufen und so müsste ich jetzt mal wieder sauber wischen. Aber Innenraum war eigentlich auch so das Schlimmste. Ja. Weil Innenraum auch gleich Unterboden ist. Das heißt, wenn du hier was zinnst, ist andere Seite blau. Oder wenn du von unten was gezinnt hast und zinnst dann hier, tropft es unten wieder runter. Das war spaßig, ja. Was halt cool ist, dass es auch sogar so schon ein bisschen glänzt, ne? Ja. Also krass wäre halt so, okay, jetzt mit dem Zinn sind es wieder zwei Farben, aber wenn man da einfach Klarheit drauf hat. Ja, haben auch viele Leute halt geschrieben, aber ja, das wäre ja krass. Soll ja schon wieder weiß. Hier war ursprünglich, hat Marius auch rausgetrennt, jegliche Aufnahmen vom Sitz. Genau. Deswegen sieht das Ganze jetzt hier so krass badewannenmäßig clean aus. Hier war ein fetter Träger und hier waren die Schienen drin. Weil jetzt im nächsten Step bei der Sicherheitszelle, Überrollkäfig, wie ihr es auch immer nennen wollt, hast du vor, hier direkt Rohre reinzulegen, wo der Sitz fest draufgeschraubt wird. Genau. So ist der Plan. Okay. Da kann ich mir diese ganze Konsole sparen. Wir können diese L-Schienen direkt auf... Also es ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Gewichtsaspekt. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende überhaupt so viel leichter wird. Weiß ich nicht. Auch dadurch, dass diese ganze Sitzkonsole wegfällt, plus die Bleche, glaube ich schon, dass du 1-2 Kilo leichter bist, plus das Auto einfach steifer ist. Ja, genau. Das war eigentlich so eher das Ziel. So, hier hinten sind auch jegliche Bleche für Rücksitzbank und so weiter rausgewandert. Genau, deswegen sieht das jetzt so clean aus. Ja, Radläufe ins Stand gesetzt, Rostlöcher ins Stand gesetzt. Genau. Hier war. Ja, hier muss ich zugeben, hätte ich selber mal eins reingekleckert. So, dann war ich so 17 oder 18. Da gab es mal so Samstagabends eins. Das sah dann ja dementsprechend aus. Man ist ein paar Jahre älter, sowas habe ich dann nochmal rausgenommen, ersetzt. Wie auch immer. Ne? So. Und jetzt alles wieder verzinnt. Genau. Dann müssen wir halt einmal da, wo wir müssen, Steinschlagschutz. Ich hoffe, möglichst wenig. Wir gucken mal. Ja, das ist ja immer so eine Thematik, die irgendwann kommt. So, jetzt seht ihr hier, ist zufälligerweise von Baltic Carbon eine, der eine oder andere wird sie wiedererkennen. Diese Abdeckung ist eigentlich für die Limo gebaut worden. Also gibt es auch käuflich zu erwerben. Das heißt, eigentlich war das mal ein Teil, was den bei dem Quattro, beim B5, die Reserveradmulde rausnimmt. Nun war allerdings die Reserveradmulde bei dir so zerdrückt und auch so schwer, dass du dir gesagt hast, hier können wir auf jeden Fall auch so eine geile Platte reinmachen. Genau. Ich war irgendwann mal der Meinung, in jungen Jahren, ich könnte so ein Auto mit Reserveradmulde aufbocken, von hinten, unten. Das war nicht so eine gute Idee. Ja, plus es ist optisch natürlich, glaube ich, cooler, wenn da so eine Platte drin ist. Ja, man hat jetzt natürlich viele Möglichkeiten, ne? So. Genau. Das heißt, viele von euch werden jetzt bestimmt wieder denken, Allradumbau wird jetzt ein Allrad werden. Wird auf jeden Fall erstmal Frontantrieb dieses Jahr wieder fahren. Ja. Praktisch ist natürlich, wenn Mulde weg ist, kann man machen, was man will. Genau. Übertrieben gesagt. Und so kannst du dich jetzt auch endlich mal so richtig austoben mit Diffusor hinten und so weiter, weil halt hier einfach nichts mehr Weg ist. Plus, wir würden gerne den Tank wieder nach hinten bauen. Doch einfach aus, ja. Heißt ja, Vernunftsgründen. Es gab so das eine oder andere Video, wo wenn einer wirklich mal frontal in eine Leitplanke einschlägt, ist natürlich der Tank vorne links, rechts vor den Rädern sofort kaputt. Da ist es natürlich hinten schon schöner, beziehungsweise noch schöner wäre halt hinten am Unterboden. Ja. Das wäre so die sicherste Stelle. Genau, also ich würde es vielleicht irgendwie gerne da wo unter die Rückbank irgendwie bauen. Müssen wir uns dann mal angucken. Mhm. Erstmal stehen noch ein paar andere Sachen. Ja, genauso. Dach ist schon raus, da gehen wir später nochmal drauf ein, sobald Artyom soweit ist. Der baut jetzt das Dach, das wie bei Limo 1 zu 1 einfach drauf kommt. Genau. Ja, dann sind wir auch bald einmal oben. Das heißt für alle nochmal, diese ganze Konsole wird am Ende weg sein, weil hier direkt richtig Rohre im Unterboden sind, wo man diese L-Adapter einfach direkt draufschraubt. Genau, die sind auch relativ dick und schwer hier. Da haben wir noch irgendwie jetzt dünnere Alternativen. Ne? Reserve. Oder leichtere, genau, da werden wir noch ein bisschen was machen. Ja, das wird jetzt auch so nochmal das schlimmste, Sitzposition zu bestimmen, weil Lenksäule und Pedalerie halt eine neue Position einnimmt. Mhm. Oder minimal eine neue Position einnimmt.
Pedalerie hängt auch schon? Jein. Also final noch nicht. Es muss jetzt erst kommt Zelle und dann mache ich Pedalerie und Lenksäule zu Ende. Waren wir da eigentlich nach dem letzten Video jetzt schon weiter Auslegung, Zylinder? Ja, mir hat ein freundlicher Herr mit einem, der fährt so Kadett Rallye irgendwas und der hat mir da Kolbendurchmesser genannt. Mhm. Kupplungskolben hatten wir ja geguckt in Edgar. Das war, glaube ich, 75er oder so heißt der, glaube ich. Und den würde er auch für vorne empfehlen und für hinten, glaube ich, ein 062, 063, irgendwie sowas. Mhm. Okay. Also am Ende muss hier auf jeden Fall noch das Gaspedal daneben. Genau. Und dann halt die schöne Waagebalkenbremse ohne Bremskraftverstärker. Und deswegen ist nämlich hier vorne jetzt auch alles schön clean. Ne? Genau, ich wollte es halt einmal alles schön sauber haben. Das heißt, dann immer nur noch später vielleicht eine Ansaugung oder eine Downpipe, je nachdem, wie rum wir das dann mal zusammenbauen. Hier war sonst alles Bremskraftverstärker und so weiter. Das fliegt jetzt alles weg. Wir müssen halt noch irgendwo Behälter schaffen für Flüssigkeit, also Bremsflüssigkeit. Mhm. Das, da muss ich mir das nochmal angucken. Aber das sind erst Kleinigkeiten. Also da war der Rest jetzt erstmal schlimmer. Mhm. Genau. Okay. Dann hast du hier noch aufgebaut Lenksäule. Ja, da bin ich gerade noch bei. Das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Also das ist ja hier so eine Clio 2-Lenkung. Ich bin da dann nochmal weggegangen von der Opel-Variante, weil mir das empfohlen wurde. Das ist jetzt hier aktuell, das ist VW, das ist Renault. Hier muss ich mir also noch irgendwas drehen. Hier muss ich Länge noch bestimmen und dann eine Hülse drehen, wie wir das, weiß ich nicht, verschweißen, verschrumpfen müssen. Das ist auch noch Renault. Das ist noch Renault. Ich habe jetzt nur VW in Renault gesteckt. Das müssen wir uns dann nochmal in Ruhe angucken. Vorteil ist aber, das verschwindet schön unterm Armaturenbrett und das ist auch, ich muss mir dann nur noch eine Momo-Name besorgen für Renault. Dann passt das eins zu eins wieder. Wie in alten Zeiten. Dann sitzt das wieder an der Stelle, wo es hingehört. Finde ich eigentlich immer wieder krass, dass ein, also jeder kennt es ja, wenn die Servolenkung während der Fahrt ausgeht, wie schwer das Lenkrad auf einmal ist, dass so ein Elektromotor das dann doch so hinbekommt. Mhm. Ne? Also ist aber auch eine männliche Walze und so drin. Also das sieht innen schon witzig aus. Das Ding muss schon, sieht man auch an den Kabel, ne? 30 Ampere oder so wird so ein Ding wahrscheinlich ziehen. Ja. Okay. Ja. Ist eigentlich für so ein Auto auch der Step, der noch cooler ist als die alte Variante, weil du so, bei der alten Variante war es ja schon so ein Motor ausgebaut, man konnte immer noch lenken mit der elektrischen Servopumpe, wenn man sie anmacht. Ja. Aber die musste halt schon hochfahren und so weiter. Ja. Und hier ist es ja wirklich so, die wird ja sofort. Mal gucken, vielleicht funktioniert es auch irgendwie alles nicht so geil und wir bauen es wieder um, aber ein Versuch war es wert. Ich wollte es einfach allein wegen Flüssigkeit, Schläuchen, Platz, Optik, dass das vorne sauber ist und so, einfach mal testen. Also mir haben hinterher viele geschrieben, die das so fahren und es soll gut funktionieren. Da gibt es so einen Controller für, so einen Poti. Gucken wir mal. Mhm. Okay, cool. Ja, hier steht schon der Shifter. da gehen wir aber später nochmal drauf ein. In Sachen Getriebe und Schaltung und so tut sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, genau, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Bleibt allerdings, wir können so viel sagen, Frontantrieb und Fünfgang. Genau, und eigentlich bleibt es auch H-geschaltet. Ja. Ja. Weil einige auch mit DSG geschrieben hatten, das mache ich erstmal noch nicht. Also, genau, in dem Fall bleibt es nicht mehr H-geschaltet, aber... Ja, also so nicht mehr, aber das Getriebe ist noch ein H-geschaltet. Genau, das Getriebe ist theoretisch schon H-geschaltet. Ja. Ja. Aber da, das ist wieder so richtig Technik, das machen wir am Ende, im nächsten Mal. Okay, so, jetzt spannender Moment, Thema Wiegen. Wir machen mal Folgendes, wir gucken einfach mal, was an Gewicht rausgeflogen ist, oder? Genau, wobei wir der Ehrlichkeit halber sagen müssen, dass ja diese Sitzaufnahmen, da kann man ja eigentlich nicht sagen, wir haben gespart, weil wir schmeißen ja zwei Rohre wieder ein, wo der Sitz dann draufsteht. Ja, die würde ich dann auch weglassen. Okay. Ja, dann müssen wir einmal kurz sortieren, Max, ich muss einmal nicht gedulden. So, jetzt müssen wir kurz nachdenken. Wir wiegen jetzt einmal alles, was du so an Blechen rausgenommen hast. Ja. Das sind jetzt theoretisch auch alle Sachen, die nicht wieder rein müssen. Nein, aber wir ersetzen Mulde gegen Carbonblech. Ja, die können wir erstmal weglassen. Ja. Es geht jetzt ja... Carbonblech, sag ich schon. Also ich glaube, die Carbonplatte wiegt 2 Kilo. Die ist relativ schwer, weil sie relativ dick ist. Aber das hier ist definitiv was raus. Genau, uns, nicht mehr. Genau. Uns interessiert jetzt ja wirklich erstmal nur, was an Blech rausgeht. Zehn Kilo rausgeholt. Ja, ich habe es auch schon mal gewogen. Es sind, glaube ich, 10,3 auf der Anlage oder so gewesen. Ja, ja, ja. Aber das passt. Ist auch kein Backstein jetzt mit drin. Ist also wirklich so. Ja, Karton aber noch abziehen, bitte. Ach, ja, das passt schon. Also grob 10 Kilo rausgeholt. Dach. Jetzt sind es wieder ein bisschen kompliziert mit hin und her rechnen.
Nee, ich überlege, wie wir den Zuschauern jetzt gleich beibringen, ob das Auto schwerer oder leichter geworden ist. Schwerer wäre schlecht. Weil natürlich ist jetzt so viel Blech in Summe rausgekommen, dass es leichter sein wird. Wir haben jetzt ja relativ viel geschweißt und gezinnt. Das ist ja alles Gewicht, was in die Kiste wieder reingeht. Aber um rauszukriegen, wie viel jetzt reingegangen ist, müssten wir halt theoretisch das ganze Blech und so alles dazu ins Auto packen eigentlich, ne? Genau. Wollen wir ja machen. Ja, wenn wir noch ein Dach hätten. Ja, dann müssen wir die 12,1 dazu zählen. Ja, genau, das Dach waren 12 Kilo, das müssen wir dann oben drauf. So, ich würde sagen, wir wiegen einfach mal das Auto. Das glaube ich am einfachsten. Und okay. Dann machen wir weiter. Gut. Das Auto waren 176 bei Schwanbeck. Ohne jegliche Anbauteile. Ohne jegliche Anbauteile. Okay, und ich würde sagen, da setzen wir es wieder ein. Auto hatte bei Schwan 176 Kilo. Genau. So, dann müssen wir erwähnen, dass ich diese Stangen dann rangeschweißt habe. Die wiegen 6,84 oder so. Also können wir, wenn wir dafür 7 Kilo rechnen, da ohne Kommastelle. Alle vier zusammen. Alle vier zusammen. So, bevor jetzt wieder ganz viele Fragen kommen, bei Schwan war das Gestell auch dran. Das war ja so beliebtester Kommentar, ja, und so weiter mit dem ohne Gestell. Die Türen waren auch beim ersten Mal wieder schlau. Genau, wir sind natürlich so schlau und wiegen die Autos passend, wenn man schon den Aufwand mit Wiegen betreibt. Genau, ich habe dann nur das angeschweißt, damit ich es halt auf der Seite kippen kann. Okay, also 176 plus 7 sind 183 Kilo. Genau. Wenn wir jetzt mehr als 183 haben, dann so, jetzt, das wird auf jeden Fall gleich leichter sein und dann müssen wir mal ein bisschen hin und her rechnen. So, das ist schon mal saftig. 156 Kilo. 156 Kilo gegenüber 183. So. Das heißt, jetzt musst du mal bitte einmal den... Wir versuchen jetzt einfach auf das ursprüngliche Gewicht wiederzukommen. So, das heißt, wir stellen mal erstmal alles an Blech rein, was du da rausgeholt hast. So. 166. Ja, 71. Jetzt musst du da die Bleche noch laden. Ach so, ja. Das hier ist von der Lenkung. Des... Ja, das will ich jetzt auch sagen. Gehört nicht dazu. 172. Genau, und jetzt plus 12 das Dach. So, jetzt kommt noch das Dach drauf. Dann sind wir witzigerweise bei 184. Wir hatten theoretisch rechnerisch bei Schwan 183. Ja. Also ein Kilo Zeug reingeschweißt. Okay. Vielleicht auch 1,8 Kilo, das kann die Waage halt nicht, ne? Ja. Aber irgendwas. So, das heißt aber, wir können zusammenfassend sagen, dass das, was jetzt alles nach so viel Schweißdraht etc. aussieht, plus das ganze Verzinnen etc., gar nicht so viel Gewicht ist, wie man eigentlich immer denkt. Weil wir dachten wirklich hier so mit dem ganzen Zinnen und Schweißen und so weiter, gehen ja wieder 10 Kilo in die Kiste rein. Geht aber definitiv nicht. Also wir sind bei 185. Mit Dach, imaginär. 183, das heißt 2 Kilo mehr. Ein paar Bleche werden da jetzt ja auch nicht liegen, sondern die hast du rausgetrennt und weggeschmissen, sind hier in der Luft runtergeschliffen, ja, und so weiter. Die ganzen Bohrlöcher auch. So, das heißt, ich sage, man kann ungefähr sagen, dass in dieses Auto Zinn und kleine Bleche, die ganzen Löcher mussten ja auch alle zugemacht werden, und Schweißdraht zwischen 3,5 und 5 Kilo gegangen wird. Ja. Das klingt schlechter als 2 Kilo. Also zwischen 3,5 und 5 Kilo werden definitiv reingehen. Ja. Das können wir somit jetzt sagen. Jetzt machen wir allerdings nochmal Folgendes. Jetzt nimm das nochmal alles wieder raus, weil es bleibt ja logischerweise draußen. Weil wir rechnen jetzt mal imaginär gleich hoch. So, Ausgangsgewicht waren 183. War richtig, ne? Bin ja. Schon ein bisschen durcheinander. 176 plus 7, 183. 183, genau. Dafür muss jetzt rein einmal das Carbonblech. Das kannst du ja nochmal reinlegen. Das hat, glaube ich, 2 Kilo. Man hört es schon, dass es mehr hat als ein bisschen. So, jetzt sind wir bei 158. Jetzt, halt mal.
tun wir mal so, als wenn wir jetzt imaginär unsere Sitzbefestigung da reinnehmen. Ja, da steht Chromo theoretisch, ne? Die Stange hier. Ja, da stehen die. Wobei das müsste. Genau, das müsste auch Chromo sein. So. Das hier ist jetzt so Pi mal Daumen. Unsere Sitzbefestigung? Ja. Vielleicht noch Kilo mehr, ne? Dann sind wir bei. Weil jetzt Sitzbefestigung, weil sie ja vorher drin war und man muss sie jetzt wieder gestalten. Mhm. Am Ende wird es eh leichter sein, weil natürlich die Sitzkonsole dann wegfällt. Mhm. Plus, Carbondach hatten wir gesagt, ist ein Tucken größer als das Limo-Dach. Also rechnen wir jetzt einfach mal Dach plus Kleber plus vielleicht eine Strebe, weil du gar keine Streben hast. 6 Kilo. Mhm. Mehr werden es definitiv nicht sein. Hoffentlich weniger. Sind wir also bei 167. Ja. Gegenüber 183. 183, stimmt, ja. 183. So, das heißt, man kann schon sagen, dass dieses Auto gegenüber dem entlackten Zustand nochmal dank diesen beiden Carbon-Sachen und den anderen Sitzen und das, was wir rausgenommen haben, 16 Kilo leichter ist. Mhm. Würde jetzt gut klingen, wenn man nicht wüsste, dass der neue Käfig schwerer wird, ne? Ja. So, 16 Kilo. Aber das wollten wir euch nur kurz zeigen. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Deswegen fasse ich es nochmal einmal kurz zusammen. 16 Kilo leichter mit den Carbon-Parts. Ohne die Carbon-Parts wäre es zwischen 3 und 5 Kilo wieder schwerer durch das ganze Geschweiße. Ja. So, ja, durch cool. Carbon-Parts und die Bleche, die du rausnehmen konntest, aber 16 Kilo leichter plus das ganze Gewicht, was vorher schon rausgeflogen ist. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt geht's mit dem Auto zum Zellenbau. Genau. In Saarland. Ist das Saarland? Ich ins, ja, ich meine ja, in die Richtung auf jeden Fall. Ne? Zu dem Stahlus Rennsportzellen, zu dem Markus. Und ich hoffe, der zaubert da was Schönes rein. Ja. Du willst auf jeden Fall eine verschweißte Zelle. Genau, verschweißt ja. Ab wann sagt man Zelle? Keine Ahnung. Sagt man Zelle, wenn es verschweißt ist? Oder sagt man Zelle, wenn es... Also es wird es gibt eine Schraubzelle und eine... Okay, also aber es wird jetzt nicht so ein Vollkäfig. Der Name Zelle nimmt man, glaube ich, ab einer gewissen Maßanstreben. Okay. Also es gibt erst Bügel, dann Käfig und dann eine Zelle. Okay, vielleicht wird es auch nur ein Käfig, ich weiß nicht. Also es wird ähnlich wie der alte war, dann Domanbindung, ein paar Ergänzungen, aber halt verschweißt. Ja, und der wird leider, denke ich, schwerer. Okay. Auch da müssen wir dann wieder rechnen, weil ich weiß, dass der alte Stahlkäfig von Wichers geschraubt 27 Kilo hatte. Aber der neue wird definitiv schwerer als 27 werden, leider. Das heißt, so, jetzt eine letzte Sache machen wir. Wir nehmen alles wieder raus. Dann gucken wir uns, ob ich das gleich leichter merke. So, wir verabschieden uns jetzt mit 156 Kilo zum Zellenbau. Ja, das Gestell bleibt so. Gestell bleibt so und ich habe keine Ahnung, wann es in diesem Video weitergeht. Aber wir werden dann direkt wieder einsteigen, gucken uns die Zelle an und gucken uns an, was ganz am Ende liegt. Trauern dann ums Gewicht.